leise sprichst du jetzt von dir. Will alles hören, komm, erzähl es nur mir. Auf mich kannst du immer bauen. Komm, wir reden im Vertrauen. SWR 4 Baden-Württemberg aus dem Studio in Freiburg. Hörst du die Regenwürmer husten? Dieses Lied kennt eigentlich fast jedes Kind. Aber ob die Regenwürmer husten, interessiert Udo Matthias Munz aus Kandern im Landkreis Lörrach auch zu Corona-Zeiten überhaupt gar nicht. Ihn interessiert vielmehr, ob sie krabbeln, lärmen oder andere Geräusche von sich geben. Und wie findet der gelernte Informatiker und Fan elektronischer Musik das raus? Genau, er hat die Regenwürmer und was da sonst noch so unter der Erde krabbelt, einfach aufgenommen. Und SWR4-Reporterin Katharina Seeburger hat sich das genau angehört, was da so im Erdreich krabbelt und lärmt. Welche Bodentiere da genau zu hören sind, kann Udo Matthias Munz nicht sagen. Aber für ihn klingt es wie elektronische Musik, die er gerne hört und selbst produziert. Es knistert, es knattert. Alle Elemente aus der elektronischen Musik hört man da auch. Aber was mich fasziniert hat, war die Verbindung zur Kunst und dann zur Umweltkunst und Ökokunst. Und dass man vielleicht dadurch die Menschen darauf aufmerksam machen kann, dass wir auf etwas rumtreten und nicht die Äcker mit Riesentraktoren plattfahren und alles düngen und spritzen. Die Idee hatte Udo Matthias Munz durch das Schweizer Projekt Sounding Soil, also tönender Boden. Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Behörden wollen den Boden erlebbar machen. Sie verleihen Geräte, mit denen man die Bodengeräusche im eigenen Garten aufnehmen kann. Von diesem Projekt hatte er sich das Aufnahmegerät geliehen. Der Sensor ist nur aus Plexiglas mit einer quasi wie eine Antenne dran. Steckt man in den Boden und dann muss man warten. Und dann ist ein Mikrocontroller in dem Gerät drin, das nimmt die Aufnahmen auf. Es war so, dass das dann 24 Stunden habe ich Aufnahmen gemacht und alle Stunde werden 5 Minuten aufgenommen. Dabei hat Udo Matthias Munz auch eine unerwartete Entdeckung über das Leben unter der Erde gemacht. Vorwiegend hört man die Tiere um diese Zeit, so im frühen, späten Morgen. Mittagsschlaf machen die dann offensichtlich, sind weg und dann kommen sie irgendwie gegen Abend nochmal und dann ist Ruhe. Man muss Geduld haben und auch Glück, dass man was hört. Und natürlich, wie in der elektronischen Musik, immer Vorstellungskraft. Wenn ich will, dass ich einen Regenwurm höre, dann höre ich halt in meinen Geräuschen sehr viele Regenwürmer. Schon als Kind hatte Udo Matthias Munz ein Faible für ungewöhnliche Geräusche und zum Beispiel Stadtgeräusche aufgenommen. Anfangs fand er toll, dass diese Geräusche nicht konform waren, nicht den Regeln der Musik und der Gesellschaft entsprochen haben. Später kam dann natürlich durch das Studium die Bestätigung, dass Trial and Error zum Beispiel in der Informatik schon ein Algorithmus ist bei Schachprogrammen. Das macht mir heute Spaß, dass man zum Beispiel aus einem Rauschen einen Sinuston generieren kann, alleine durch Kompression. Das fasziniert mich heute. Also zufällig durch Ausprobieren neue Klänge am Computer erstellen. Das macht Udo Matthias Munz auch mit seinen Bodengeräuschen. Er will eine Hörspiel-CD für Kinder daraus machen. Dazu verkleinert er manche Aufnahmen in die kleinstmögliche Einheit, sogenannte Grains, und mischt dann noch andere Geräusche dazu. Kann ich das mixen? Das macht mir halt am meisten Spaß. Ich lasse das laufen, starte jetzt alle per Zufall. Das fahre ich noch ein bisschen was aus der Großstadt dazu. Also für meine Ohren klingt das eher nach Weltall als nach Erdreich. Richtig schön sphärisch auf jeden Fall.